Wir sind jetzt auf dem ersten gemeinsamen Turnier dieses Jahr. Die Paddock Wiese ist abgesoffen, deswegen gibt's Boxen. Aber dafür sind auch wenig genug Teilnehmer dafür da. Hi, Bechi. Ich hatte ein bisschen Keks. Guten Morgen von Juni und mir. Ich bin gerade dabei, ihn einmal vorzuputzen, damit es gleich nicht mehr so viel wird und ich mögliche Flecken schon mal rausbekommen kann. Weil er ist hell und zum Turnier, klar, kann er nicht ganz sauber sein. Bei dem Qualitag ist es auch was anderes, aber fleckenfrei sollte er schon sein. Du kannst die Kamera nicht fressen. Wir sind auf dem Turnier und Juni steht hier in der Box, denn er hat hier geschlafen. Oh nein, ich habe mich wieder in die Box gestellt. Nein, wir waren gestern auch da, weil der Hufschmied kommen musste, weil die Hufe dringend gemacht werden mussten und das am besten vor dem Turnier. Er sollte eigentlich diese Woche gekommen sein, aber musste dann leider absagen. Und deswegen haben wir das dann, da er von hier aus der Nähe kommt, dann gestern Abend hier gemacht. Und er hat über Nacht jetzt in der Box geschlafen. Er hat es tatsächlich geschafft, sich so hinzulegen, dass er keine weiteren Flecken bekommen hat. Gleich gibt es noch ein bisschen Futter und dann werde ich ihn einmal weiter putzen, damit der Dreck ein bisschen runterkommt, ne? Wir sind jetzt T4 geritten. Eigentlich waren die Noten schon fast zu gut dafür, dass wir so geritten sind. Das beliebige Tempo, das ging, da hat er ein bisschen rumgeeiert mit dem Tempo. Und dann war ich so, ja gut, dann können wir Handwechsel machen. Und dann kam so, ja, der zweite Aufgabenteil, langsames Tempo. Ich so, ups, geht ja noch weiter auf der Hand. Gut, dementsprechend war das langsame Tempo dann auch sehr doof. Aber danach war der Handwechsel dran und das Zug überstreichen. Das ging ganz gut, ich musste nur sehr viel lenken, weil der Herr sonst zweimal auf dem Grün gewesen wäre. Und dann wäre er raus. Nee, nicht aufs Grün. Da ist der Erste, den du in den Schleife verdient hast. Ich habe Karin gesagt, sie soll jetzt die Teilprüfung besser reiten als ich. Wir sind sehr zufrieden mit Tölt schon mal und das hat ganz gut geklappt. Er war ein bisschen fix beim Abreiten, aber ansonsten hat das sehr viel Spaß gemacht und er hat das super mitgemacht. Für sein zweites Turnier ist das sehr gut. Die Geschicklichkeit hat damit angefangen, an einem Hütchen zu stehen, anzutraben, zum nächsten Hütchen zu traben, dort stehen zu bleiben, also vom Trab in den Halt und dann aufsteigen. Auf die Aufgabe haben wir die gleiche Punktzahl bekommen, glaube ich, und wir haben sie auch beide, finde ich, sehr gut gemeistert. Jetzt beim Rückwärtsgehen gab es für mich die schlechtere Note. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Ich vermute mal, ich bin für die Erklärung, die Richter hatten, zu weit nach vorne geritten, weil es hieß nämlich rein um die Kurve und dann rückwärts richten und ich bin sehr weit nach vorne geritten, was dann wahrscheinlich negativer bewertet wurde. Und generell bin ich auch nicht ganz so flüssig durch, was dann wahrscheinlich auch sich in der Note wiedergespiegelt hat.
Der Slalom hat bei den zwei nicht ganz so gut geklappt, aber ich würde sagen, es war immer noch ein sehr guter Slalom. Das Absteigen und dann auf den beiden Cavalettis lang balancieren war eine schwierigere Aufgabe. Wir hatten bisher immer nur ein Cavaletti. Juni war ein bisschen interessiert an der Umgebung und Mumi hat eher geguckt, was Karin macht. Anfang sollte Juni nicht ganz mitkommen und war so ein bisschen so, was willst du von mir? Hat sich da noch recht viel gedreht. Aber alles in allem eigentlich ganz okay. Beim Aufsteigen hat er mir ein paar Schwierigkeiten gemacht, weil er sich immer wieder weggedreht hat und alles. Weil er sich wahrscheinlich dachte, ach, wenn du jetzt am unten bist, dann können wir auch gleich absteigen und hier raus. Mumi ist mehr direkt mitgegangen. Wieso er sich dann gedreht hat, das weiß ich leider nicht. Es sieht so ein bisschen aus, wie als würde er sagen, komm, lass kuscheln. Die Schnelligkeit hat bei so einer Aufgabe gar nicht wirklich was zu bedeuten, sondern es geht eher darum, wie sauber bzw. ordentlich wurde das Ganze gemacht. Dann das Seitwärtsgehen war bei Karin und Mumi generell etwas flüssiger. Wir hatten uns ein paar Problemchen, aber ich würde sagen, alles in allem war es eigentlich sehr gut. Und er kann es schöner, er kann es besser. Aber warum das da nicht funktionieren wollte, das weiß ich nicht. Auch hier an der zweiten Stange, da lief es ein bisschen besser, weil ich glaube, der Schenkel ist besser. Problem war, bei mir stand die Richterin da und ich wollte sie nicht über den Haufen reiten. Deswegen musste ich kurz warten. Und dann war er auch kurz raus, weil er sich dachte, oh ja, können wir pausieren. Das unter dem Ast durchreiten hat bei beiden gut geklappt. Es sah sogar sehr synchron aus. Die letzte Aufgabe war dann, auf das Holzpferd abzusteigen vom Pferd aus. Und dann vom Holzpferd auf den Boden abzusteigen und rauszuführen. Das war eine knifflige Aufgabe, weil die Richtung konnte man frei wählen, wie man dran stand. Aber man braucht halt genug Abstand zwischen Holzpferd und Pferd, um noch auf den Boden zu können. Aber auch wieder den richtigen Abstand, um aufs Holzpferd drauf zu kommen. Und da gab es dann wahrscheinlich ein bisschen Punktabzug bei mir wegen der Gerte, die ich mit in der Hand hatte beim Versuch, ihn die Züge über den Kopf zu ziehen. Karin hat ein bisschen näher am Holzpferd geparkt, was das Ganze dann auch einfacher gestaltet hat. Ich habe auch gemerkt beim Rübergehen, das war ein bisschen weit weg. Und auch hier ist es schlau gelöst, ihn ein Stück rückwärts zu schicken, um die Züge besser runternehmen zu können, vom Hals runternehmen zu können. Also ich würde sagen, auch die Aufgabe von allen wieder sehr gut gemeistert. Die Geschicklichkeit ist jetzt vorbei und das war eigentlich ganz gut sogar. Ich bin sehr zufrieden. Es hätte natürlich besser laufen können, aber es war eigentlich sehr, sehr gut, finde ich. Es hat Spaß gemacht. Und gleich kommt die Dressur. Ich bin sehr gespannt. Ich rechne nicht damit, dass wir vernünftigen Galopp kriegen. Hier einmal Stopp. Merkt euch die Richtung, in die ich geritten bin. Das wird später noch wichtig werden.
Wir sind jetzt hier Dressur geritten. Ja, wir hatten leider keinen Galopp, den haben wir irgendwie zu Hause gelassen. Beziehungsweise hatte er keine Lust zu galoppieren. Deswegen gab es da leider sehr viel Punktabzug. Aber sonst war es eigentlich sehr gut. Also ich bin zufrieden und jetzt geht's gleich direkt in die V2. Die V2 war eigentlich ganz okay. Wir hatten recht gutes, langsames Tempo Tölt, dann gar kein Trab, irgendwie recht guten Schritt und ein bisschen Probleme im Galopp mit zweimal nicht wollenden Bucklern. Und dann das starke Tempo war, es hätte stärker sein können, aber sonst war es gut. Erstes Mal V5 geritten, war richtig gut. Er ist richtig gut gelaufen, ich bin sehr stolz auf ihn. Ja, hätte nicht besser laufen können, so für mich. Wir sind jetzt wieder zurück. Ich glaube, es war ein sehr entspanntes Turnier, aber auch ein gutes Turnier. Was mit dem Trab los war, das keine Ahnung. Ja, aber ich glaube, wir sind alle zufrieden. Bei der Dressur haben wir uns tatsächlich beide verritten. Das lag aber daran, wir haben uns nicht verritten, weil wir es nicht wussten, sondern wir haben uns verritten, weil wir die falsche Dressur gelernt haben. Es gibt seit diesem Jahr eine neue Version, da ist die eine Aufgabe, nach dem Grüßen dann links rum zu reiten und nicht rechts rum. Und wir haben es mal rechts rum gelernt. Deswegen, naja, passiert. Fürs nächste Mal wissen wir es. Wir waren ja schon mal auf dem Hof, und zwar zum Turnier. Das könnt ihr hier oben sehen. Und hier unten waren wir letztes Jahr auf dem Stafettenritt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich gehe jetzt nach Hause.